geht? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir mal für etwas ganz anderes hier. Ihr wisst ja, oder vielleicht wisst ihr es nicht, mal gucken. Ich habe diese Reihe hier am Laufen, diese Videoreihe Battle der, wo ich erste Bände, Folgebände und finale Bände miteinander vergleiche und dann euch sage, welchen ich meiner Meinung nach besser fand und euch dann natürlich auch Gründe nenne. Ich habe aber in letzter Zeit relativ viele Reihen finale Bände gelesen. Und ja, dabei ist mir aufgefallen, wie unterschiedlich manche Autoren ihre Reihen beenden. Und ich kann jetzt relativ gut sagen, was ich gut finde in finalen Bänden und was nicht. Und deswegen habe ich mir ein paar Beispiele rausgesucht. Ein paar positive und ein paar negative Beispiele. Und ich dachte mir, die zeige ich euch. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ich rede hier natürlich nur über meine Meinung. Ne? Vielleicht spreche ich jetzt was an und ihr findet, nee, finde ich jetzt nicht. Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was für euch den perfekten finalen Band ausmacht. Weil das finde ich mega interessant. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn ihr bei einem meiner Bücher irgendwie nicht zustimmt oder was auch immer. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit, wie nennen wir diesen Punkt? Seinem Charakter nah oder treu bleiben? Nennen wir ihn so. Ich finde, dass natürlich sollen sich Charaktere weiterentwickeln. Das ist ja klar. Aber sie sollen ja doch schon charaktertypisch für sich handeln, ne? So, in dem Fall, in dem ich das mittelmäßig gut gemacht finde, ist das Juwel der schwarze Schlüssel. Wer schon lange hier ist, weiß, dass ich dieses Band wirklich nicht so gut fand. Mehr dazu in meiner Reihenvorstellung für das Juwel. Könnt ihr gerne mal nachsehen. Wenn ich dran denke, verlinke ich es unten. Wenn nicht, dann sucht einfach auf meinem Kanal danach. Ich liebe die ersten beiden Juwelbände. Und dann kommt das hier. Ich finde, als Buch ist das annehmbar nicht gut, aber akzeptabel. Aber was mich an dem Ganzen am meisten genervt hat, ist einfach Violet. Ich weiß, Violet war schon immer impulsiv und hat schon immer Dinge gemacht, bei denen sie vorher nicht nachgedacht hat. Und dementsprechend könnte man sagen, ja okay, doch, es ist charaktertypisch. Aber ich würde doch hoffen, dass wenn sie weiß, dass alles auf eine Sache beruht, dass sie dann nicht einfach impulsiv irgendwas Dummes tut. Tja, doch, tut sie wohl. Und das macht dieses Buch für mich unerträglich, weil die haben alle einen Plan, die wissen ganz genau, wer was machen muss, wer wann wo sein muss und so weiter. Die haben Augen und Ohren innerhalb des Juwels, alles könnte so leicht sein. Und dann macht Madame was impulsiv Dummes und alles steht auf der Kippe, wegen Dummheit. Und ich weiß, Violet war schon immer ein bisschen dümmlich, aber so dumm war sie nicht. So dumm nicht. So, und dann zwei Beispiele, wo ich finde, dass das ganz gut gemacht ist, ist zum einen The Winner's Kiss von Mary Rutkowski. Das ist der dritte Teil der Winners-Trilogie. Auf Deutsch heißt das Spiel der Liebe. Hier, das finde ich interessant, weil ja etwas mit unserer Protagonistin Kestrel passiert. Ende zweiter Teil, Anfang dritter Teil, was dafür sorgt, dass sie nicht ganz sie selbst ist. Mehr dazu natürlich nicht, weil ich möchte euch ja nicht spoilern. Müsst ihr selber lesen, das ist eine meiner Lieblingsreihen. Aber etwas passiert, was halt dafür sorgt, dass sie nicht mehr so ganz sie ist. Aber es war von Anfang an, also von Anfang der Reihe, war klar, dass Kestrel ein sehr schlauer Charakter ist und dass Kestrel alles so macht, wie sie es für richtig hält, beziehungsweise dass sie in einem gegebenen Kampf mit ihrem Gehirn gewinnt. Und auch wenn Kestrel hier nicht sie selbst ist, bleibt das bestehend. Also sie ist das komplette Buch über The Brain in dem kompletten Teil. Und auch wie das Ende zustatten kommt. Es ist natürlich Komponente Gewalt, weil es herrscht ein Krieg. Aber der letzte Schritt wird dann doch durch Intelligenz gemacht. Und ich finde das sehr, sehr gut, dass Mary Rutkowski das dann so vollendet hat. Ich finde das sehr interessant. Das Ende ist auch relativ offen, was eine andere Kategorie hier ist. Und ja, ich bin ein relativ großer Fan von dem Finale von diesem Buch. Von dieser Reihe. Wo mir das aber noch viel mehr aufgefallen ist, was Charaktere angeht, ist Der Glanz der Dunkelheit von Mary E. Pearson. Der letzte Teil, beziehungsweise 3.2 der Chroniken der Verbliebenen. Genau, der erste Teil ist Kuss der Lüge. Hier das finde ich toll, weil Laia als jemand, also die Protagonistin, fängt als jemand an, der... Sie ist natürlich mitfühlend und sie ist ein guter Mensch, aber ihr Augenmerk liegt dann doch eher auf ihrem Wohlwollen. Das sieht man ja auch daran, dass sie vor ihrer Hochzeit wegläuft und einfach ihr komplettes Königreich hinter sich lässt.
Und im Laufe der Reihe entwickelt sie sich weiter. Sie nimmt immer mehr Verantwortung an. Sie wird richtig respektabel, eine richtig gute Anführerin, die man sich nur wünschen kann. Und hier wird sie halt einfach vor schwere Entscheidungen gestellt. Sie muss Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht das sind, was sie will. Aber sie ist bereit, sie zu treffen. Und das finde ich super interessant, weil wenn man halt von Kuss der Lüge halt, wenn man zurückdenkt an Kuss der Lüge, hätte sie diese Entscheidung auf keinen Fall gefällt. Und daran sieht man halt die gute Entwicklung, die Lia hinter sich bringt. Und das finde ich, oh, so gut. Freunde, das finde ich richtig, richtig gut. Ich finde, Glanz der Dämmerung hat eine... Glanz der Dämmerung? Was ist denn los mit mir? Ich finde, der Glanz der Dunkelheit hat ein super, super gutes, starkes Ende mit einer super starken Protagonistin, die durch die Reihe einfach immer stärker wird. We stand a queen. Wir lieben sie. So, dann würde ich sagen, wie nennen wir das nächste Thema? Dummheit bzw. Augenmerk auf irgendeinen Blödsinn legen. Beispiel 1. Funkel der Ewigkeit von Jennifer L. Armentrout. Der vierte und letzte Teil der Götterleuchten-Reihe? Ich werde es mir nie merken. Auf jeden Fall ist der erste Teil Erwachen des Lichts. Gibt es auch eine Reihenvorstellung auf meinem Kanal, könnt ihr gerne nachsuchen. Ja, diese Idioten verhalten sich wie die letzten Vögel. Das hier ist als Finale einfach so ein Griff ins Klo. Es ist der Wahnsinn. Augenmerk hier liegt auf Liebe, auf Rassismus, was ja gut ist. Ich finde die Unterhaltung über Rassismus ja auch gut. Muss man haben. Chillig. Aber wir kämpfen hier dann doch gegen Titanen, die die ganze Welt zerstören wollen. Möchten wir die Titanen vielleicht zuerst besiegen und uns dann um das Rassismusproblem kümmern? Möchten wir das? Ist das eine coole Idee? Offensichtlich nicht. Und dann ist es einfach noch Dummheit, weil die seit Band 1 einen Plan haben. Aber Ende Band 2 ist schon klar, dass sie den nicht mehr ausführen können. Sie können nicht mehr. Und das fällt ihnen erst hier auf? Hier? Die haben den kompletten dritten Band nicht mal drüber nachgedacht, dass ihr kompletter Plan nicht mehr funktioniert? Erkannt. Leute, nein. Ein bisschen Klugheit müssen meine Charaktere dann doch in sich haben. Weil sonst, wo kommen wir denn da hin? Also Leute... Ja, und dann leider ein anderes Buch, was in diese Kategorie fällt, ist Vollendet die Wahrheit von Neil Schusterman. Ich kann euch nicht sagen, was für einen Blödsinn diese Idioten Zeit hatten, anstatt die Welt zu retten. Oh, 300 Seiten lang machen sie nichts. Der eine heult rum und hat nur ein einziges Ziel. Und don't get me wrong, ich möchte nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich liebe meine Idioten. Aber hier haben sie einfach versagt. Also der eine heult rum und hat nur ein einziges Ziel vor Augen. Ein einziges. Wenn... Es gibt so viele Dinge, die man hätte machen sollen. Und der hat nur ein Ziel. Und jetzt das nicht funktioniert, heult er. Uff. Dann der andere Vogel hat seine Gedanken bei dem unwichtigsten Thema der Welt. Die ganze Zeit, 300 Seiten lang, sitzt der rum und überlegt, soll ich das machen oder lieber nicht? Und wenn es was Wichtiges wäre, würde ich sagen, okay, es ist wichtig. Wir brauchen viel Überlegung. Es ist unwichtig. Und dann das Allerkrasseste ist, als er sich dann endlich dafür entscheidet, passiert es nicht. Nein. Nein. Und dann ist das Ende halt relativ offen, weil die halt, also beziehungsweise weil die Schuster mein Gegenende halt einfach keine Zeit mehr hatte, das Ganze richtig zu beenden. Wenn der einfach statt 300 Seiten am Anfang vielleicht nur 100 mit seinem Rumgeheule verbracht hätte, dann hätte er auch 200 Seiten mehr, um das Ganze schön zu Ende zu bringen. Man hätte einen Epilog haben können, der Jahre in der Zukunft spielt und dann wissen wir, wie das Ganze zu Ende gegangen ist. Stattdessen endet das so offen. Und ihr werdet gleich noch sehen, es gibt gute Beispiele für offen endende Bücher. This one, not so much. Oh, dieses Buch. Die Wut in mir. Die Wut in mir. Und dann hat man diesen einen Bösewicht, den ich wirklich gehasst habe. So sehr. Und es war gar nicht satisfying, wie das zu Ende gegangen ist. So gar nicht. Oh. Grr. So, was haben wir hier noch? Wenn das Problem so groß ist, dass deine Charaktere es nicht mehr besiegen können. Another favorite. Da wäre zum einen Dark Elements, Sehnsuchtsvolle Berührung von Jennifer L. Armentrout. Hier könnte ich ein bisschen falsch liegen, weil das schon ewig zurückliegt, dass ich das gelesen habe. Also es kann sein, dass ich es falsch in Erinnerung habe. Ich lege das mal runter, das macht nämlich... Das Licht falsch. Aber ich erinnere mich, dass das Böse in der Reihe etwas sehr Großes war. Sehr, sehr groß. Und gegen Ende, als dann das Augenmerk natürlich auf der Liebesgeschichte lag, weil, don't get me wrong, Roth, ich liebe Roth. Ich verbringe gern all meine Zeit mit Roth. Aber wir haben das Böse hier. Wisst ihr, und dann, ich hoffe,
ach, naja, ich will es mal nicht sagen, weil ich es nicht spoilern möchte. Aber der Endkampf. Ich sag da nichts dazu. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Dann leider ein zweiter Neil Schusterman. Scythe. Das Vermächtnis der Ältesten, wie gesagt, von Neil Schusterman. Der letzte Teil der Scythe. Trilogie. Ebenfalls einfach katastrophal. Ich meine, nein, nicht katastrophal. Hier ist nämlich das Problem, dass ich manche Ideen des Endes gut finde. Aber auch hier ist es einfach so, dass die Gegner waren einfach irgendwann so stark, dass es nur noch diesen einen Weg gab, um das Ganze zu beenden. Und das war so... Hä? Was ist das denn für ein Dreck? Also absoluter... Absoluter Dreck. Erstmal waren die ersten 200 Seiten des Buchs oder so genauso unnütz wie bei vollendet. Ich weiß nicht, was Neil Schusterman tut. Ich finde immer den Anfang seiner Reihen so phänomenal. Und dann kommt das Ende und man sitzt da und denkt sich, ha, you did this for what? Ha, for what? Schlimm. Ihr merkt, es macht mich wütend, weil ich finde, dass Scythe so viel Potenzial hatte. Und dann macht der Vogel das hier. Vor allen Dingen, ich finde ja nicht mal so die Grundidee, die ist ja noch okay. Aber dann gibt es ja so andere Sachen, die passieren und es ist einfach... Nee, der Gegner war zu stark und Neil wusste nicht mehr wohin und dann hat er das gemacht. Es ist Dreck. So, und dann das Buch, wo mir das mit am meisten aufgefallen ist, jetzt in letzter Zeit, weil ich das erst vor kurzem beendet habe, ist The Burning Kingdoms von Sally Green, der letzte Teil der Smoke Thieves Trilogie. Let me tell you, ich liebe diese Reihe. Okay, ich finde, die Reihe scheint durch ihre Charaktere, Marge und Edion, ich werde sie für immer lieben, wir wissen es alle. Auch hier, die Gegner waren einfach zu stark. Sie waren zu stark für unsere mickrigen Leute. Und dann haben sich auch noch alle geweigert, irgendwie zu helfen. Oh, das war ja auch so eine Sache. Jeder weiß doch, dass hier gerade Krieg am Laufen ist. Und voll viele Leute waren einfach so, die kommen nicht an mich ran. Anstatt einfach zu sagen, okay, wir kommen jetzt zusammen und wenn du mich dann betrügen willst, dann mache ich dich halt danach fertig. Aber jetzt gerade haben wir halt ein größeres Problem. Aber was mich am meisten genervt hat, ist halt, dass am Anfang, also erster Teil denkt man, okay, man kriegt die noch besiegt. Zweiter Teil denkt man, ja, okay, man kriegt sie noch besiegt. Hälfte dieser Teil, man kriegt sie noch besiegt. Und dann passiert was und es ist so, ja gut, wir haben verloren. Wir können nichts mehr tun, okay? Der ist zu stark geworden. Es ist vorbei für uns. Ja, und dann kommt halt das Ende, was halt einfach so... So, euer Ernst jetzt? Miss Green, jetzt wirklich? War das von Anfang an ihre Vision? Ich hoffe nicht, weil... Wenn der Gegner so stark ist, dann mach doch einfach... Das ist nämlich das Ding. Wenn du einen starken Gegner hast, dann sorg doch dafür, dass deine Charaktere ihn matchen. Und dass die ebenfalls immer stärker werden. Und dann zum Schluss, kommen wir zusammen gegen ihn. You know what I mean? Stattdessen... Hat sie einfach den Gegner immer stärker gemacht und die Protagonisten immer schwächer? Oder war das Maß komplett falsch? Und dann, ja, dann kam man zu dem Ende. Dreck, I don't like it. I don't. So, dann eine Kategorie, wo das Buch alleine steht. Aber es ist halt so, dass mir nichts anderes eingefallen ist, was hier das so gut macht. Und das sind, ich würde sagen, das ist mit das Unwichtigste. Aber es ist doch sehr wichtig. Und zwar rede ich über The Return of the Thief von Megan Wallen-Turner, der Abschluss meiner Lieblingsreihe. Natürlich findet ihr sie hier. Ich finde nämlich, was dieses Buch sehr, sehr gut macht, sind die lockeren Momente. Ich finde, dass es in Finalbänden oft sehr ernst ist, was ja auch klar ist. Don't get me wrong, ich möchte ernst. Aber es ist auch immer schön, ein bisschen Zeit für die lockereren Momente zu haben und ein bisschen Spaß oder Lockerheit oder mal einen Witz hier und da, ein bisschen Kameradschaft. Das finde ich auch wichtig und ich finde, dass Return of the Thief das super gut macht, weil der erste Teil des Buches ist vom Ende des zweiten Teils, glaube ich, bis jetzt. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist halt das Recap nochmal, was in den letzten Bänden passiert ist. Wo wir halt nicht dabei waren, weil wir in den anderen Bänden immer bei anderen Charakteren waren. You know what I mean? Ihr versteht das schon. Warte, Ende des zweiten. Nee, Ende des dritten Teils. Verzeihen Sie, Ende des dritten Teils. Ja, also das finde ich erstmal super gut, weil man dann das Gefühl hat, dass man keine Zeit mit wichtigen Charakteren verloren hat. Aber, wie gesagt, ich finde halt diese ruhigen Momente, diese lustigen Momente, die man halt in Kameradschaft verbringt, super wichtig. Hat das Buch super gut gemacht und deswegen steht es hier. So, dann kommen wir auch gleich zu offenen Enden.
Okay? Ich habe hier drei Beispiele. Zwei davon, finde ich, haben es gut gemacht und eins davon nicht. Eins, was es gut gemacht hat, sehr traurig, weil ich finde, dass, naja, ich meine, es war so nicht geplant, ist Salz und Stein von Victoria Scott. Das hier sollte hier ursprünglich eine Trilogie werden. Der erste Teil ist Feuer und Flut. Auch hierzu gibt es eine Reihenvorstellung auf meinem Kanal. Es sollte ursprünglich eine Trilogie werden und dann hat der Verlag aber nur zwei Bände gekauft und so ist dieses Ende halt sehr, sehr offen. Ich finde, dass es hier funktioniert, weil der Pluspunkt der Reihe halt eben das Brimstone Bleed war. Das Brimstone Bleed ist das, was diese Reihe von anderen Reihen unterscheidet, was das Ganze besonders macht. Und wenn wir halt einen dritten Teil bekommen hätten, wäre der halt nicht mehr im Brimstone Bleed, weil das Brimstone Bleed in diesem Band beendet wird. Und deswegen, finde ich, funktioniert das. Ich finde, das war einfach eine in sich schlüssige Dilogie, einfach über das Brimstone Bleed. Was danach passiert, denkt ihr euch selber aus. Ich fand das Ende hier sehr, sehr passend. Es war bittersüß und ja, deswegen hat es mich auch überhaupt nicht gestört, dass es offen ist. Auch wenn ich sagen muss, dass ich im Normalfall kein Fan von offenen Enden bin. So, kommen wir deswegen zu einem Buch, in dem ich finde, dass es nicht gut gemacht wurde. Legend. Berstende Stern von Mary Lou. Hier gibt es ja zwei Seiten. Ne? Es gibt ja Leute, die lieben das Ende von Legend und es gibt Leute, die hassen es. Ich dachte erst viele Jahre, dass ich zu denen gehöre, die das Ende okay finden. Hat sich herausgestellt, nein, das Ende ist Dreck. Es ist Dreck, weil es einfach keine Logik hat. Erstmal ist es offen, was einfach, wenn es nicht offen gewesen wäre, hätte Mary Lou auch keine Chance gehabt, Rebel zu schreiben. Ich weiß noch nicht, ob ich Rebel lese. Eigentlich bin ich ja dagegen. Mal gucken. Auf jeden Fall, wenn das hier wirklich geschlossen wäre, hätte es kein Cash Grab gegeben, was natürlich toll gewesen wäre. Aber andererseits, finde ich, macht es auch keinen Sinn. Weil einer der Charaktere trifft ja eine Entscheidung im letzten Kapitel. Und dann vergehen Jahre und im Epilog passiert dann wieder was. Und die Entscheidung von diesem Charakter macht halt keinen Sinn, weil durch das Ende, also durch das Epilog, durch den Epilog passiert hier wieder was und das macht halt die Entscheidung so nichtig. Weil was? Willst du jetzt Geheimnisse haben? Möchtest du alles, was passiert ist, für dich behalten? Oder was? Also, das wird natürlich nur Sinn machen für Leute, die das Buch gelesen haben, aber ich finde das einfach unsinnig. Ja, und dann ein Buch, was ich wieder finde, hat es gut gemacht, ist Battle Mage, Rückkehr des Drachen. Des Drachen, ja. Von Peter A. Flannery. Das ist eine Reihe, die ich erst letztes Jahr beendet habe. Und das hier hat ein sehr, sehr offenes Ende. Und ich mag's. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, dass ich das in diesem Fall mag, weil die Welt sehr, sehr groß ist. Und das Problem sehr, sehr groß. Es wäre also nicht sinnig, dass unsere kleinen Idioten, die ich sehr liebe, das Problem einfach innerhalb von zwei Bänden einfach lösen. Und dann ist alles wieder gut. Wisst ihr? Und das wäre halt einfach, es wäre einfach unrealistisch und nicht, ja, einfach unrealistisch gewesen. Und deswegen finde ich es gut, dass das hier offen ist. Es hat genug Hoffnung, um den Leser halt mit Freude zurückzulassen, aber es ist halt doch noch offen genug, um vielleicht noch was in der Welt zu schreiben. Maybe Peter? We don't know. Oder halt einfach, um die Fantasie aufrechtzuerhalten und um das Ganze, wie gesagt, ein bisschen realistischer zu machen. Deswegen, offenes Ende da, sehr gut. So, dann habe ich noch zwei Kategorien. Die eine ist, wenn alles einfach viel zu leicht ist. The Bitter Kingdom von Rae Carson. Das ist der letzte Teil der The Girl of Fire and Thorns Trilogie. Die ich ja mag. Ich mag den ersten Teil, ich liebe den zweiten Teil und den finde ich wieder okay. Aber yo, war das leicht. Oh wow. Dieses Buch ist in vier Teile aufgeteilt und jedes Mal, wenn man halt einen Teil beendet, haben die auch irgendwas erreicht. Und ich finde es ja gut, dass wir kompetente Charaktere haben, die tatsächlich Dinge erreichen, die sie sich vornehmen. Don't get me wrong. Finde ich ja gut. Aber ey, da gab es ja fast gar keinen Konflikt. Nee, also es muss schon irgendwie, ein bisschen Konflikt muss schon sein, ne? Und das hier hatte wenig bis gar keinen, was das Buch für mich ein bisschen schlechter macht. Ja, dann unser allergrößter Freund, wütender Sturm Victoria Aveyard. Die hatte einfach die Dreistigkeit, sich hinzustellen und zu sagen, ich gebe meinen Charakteren alles zu leicht, aber in fast 800 Seiten. Wenn sie doch von Anfang an geplant hat, das Buch so enden zu lassen und auch auf diese Art und Weise, dann hätte das Buch doch auch dünner sein können. Freunde, also auf das Buch werde ich jetzt nicht so mega eingehen, weil ich eine Spoiler-Rezension dazu hochgeladen habe. Könnt ihr gerne suchen. Ja, aber alles in allem finde ich das Ende scheußlich. Das hat ein offenes Ende, was einfach Dreck ist. Die Liebesgeschichte ist Dreck. Der Kampf, Dreck. Alles in allem Dreck. Ich weiß auch gar nicht, ob ich bei meinen drei Sternen bleiben soll, weil Dreck.
Ja, und das letzte Buch, was in dieser Kategorie landet, ist leider The Scarecrow Queen von Melinda Salisbury. Das hier ist auch so eins, wo der Bösewicht einfach so krass an Respekt verliert. Oh, wow. Im zweiten Teil, finde ich, ist Aurek einer der besten Bösewichte der Welt. Der ist einfach böse, um böse zu sein. Da läuft rum. Der, ey, es ist ihm so egal, wen er tötet, wie der rüberkommt. Es ist ihm einfach egal, okay? Und er hat so eine Macht am Ende vom zweiten Teil. Und auch eigentlich das komplette Buch hier. Und dann kommt halt der Schluss und das ist halt so, euer Ernst jetzt? All das für das? 10 Seiten ungefähr geht der letzte Kampf. Ich finde, das macht den Bösewicht halt einfach so läppisch, wenn man den einfach so einfach besiegt. Oh, Dreck. Dreck, Leute. Ja, und dann die letzte Kategorie ist Konsequenzen. Hier gehen die Meinungen ja auseinander. Entweder man ist einer dieser Menschen, die sagen, boah, meine Bücher müssen Konsequenzen haben und wenn sie die nicht haben, sind die Bücher auch nicht so gut, bla bla bla. Ich finde, da muss man differenzieren, in welchem, in welchem Genre man liest. Weil ich finde, wenn du, wenn du YA-Fantasy liest, die halt logischerweise für jüngere Leute geschrieben ist, kann man nicht so hohe Konsequenzen erwarten. Dementsprechend halte ich hier jetzt einfach mal Wie Schnee so weiß von Marissa Meyer. Hat dieses Buch die größten Konsequenzen? Nein. Und das, obwohl es halt einen großen Cast of Characters gibt. Und es ist normalerweise so, dass wenn du halt Fantasy oder Science Fiction oder keine Ahnung was siehst, und du hast einen großen Cast of Characters, dass dann schon Leute sterben. Das hier hat keine großen Konsequenzen, es hat kleine. Naja, in einem Fall hat es große Konsequenzen in meiner Welt. Aber es hat mehrere kleine Konsequenzen. Und ich finde, dass das für ein YA-Buch absolut in Ordnung ist. Deswegen finde ich es das ja auch ein gutes Ende. Ich finde, wenn die Luna-Chroniken erwachsener wären und für eine erwachsene Audience, dann ist das hier vielleicht ein bisschen läppisch. Aber dadurch, dass sie halt immer für jüngere Leute sind, finde ich es absolut in Ordnung, wie das Ganze endet. Und ich finde, das ist ein guter Abschluss. Eine andere YA-Reihe, die Konsequenzen hat, ist Das Gold der Krähen von Leigh Whardugo. Der zweite Teil der Six of Crows, Quest for Glory oder so heißt es in Deutsch. Ich weiß es nicht. Krähensaga? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der erste Teil Lied der Krähen. Das hier hat Konsequenzen. Auch nicht so große wie in manchen anderen Büchern, aber schon mehr, als man vielleicht in YA gewöhnt ist. Ich finde, das hier macht Sinn. Das erste Mal, als ich das gelesen habe, war ich am Boden zerstört und wütend, weil ich eben den Sinn nicht erkannt habe. Aber wenn man da ein bisschen mehr reinliest und ein bisschen mehr reininterpretiert, macht das Ende von dem hier einfach Sinn. Das ist auch so ein offenes Ende, was aber super gut in die Story passt und super gut zu den Charakteren. Besonders zu Cass in the Nash macht dieses Ende einfach super viel Sinn und deswegen finde ich auch das hier einen guten und gelungenen Abschluss. Dann würde ich sagen, das YA-Buch mit den meisten Konsequenzen ist Young Elites, die Herrschaft der Weißen Wölfin von Mary Lou. Ich finde, das hier ist der beste Band der Reihe. Es könnte aber auch daran liegen, dass ich die Charaktere nicht so mag. Also, wir wissen es alle. Aber ich finde, das hier zeigt gute Konsequenzen. Gut, gut, gut. Nicht so extrem, wie gesagt, wie in manchen anderen Büchern. Aber für eine YA-Reihe, finde ich, ist das schon... Gibt selten. Finde ich, hat Sinn gemacht. Das ist auch nicht nutzlose Mörderei. Es macht Sinn. Ich finde, es hat Substanz. Fand ich sehr, sehr gut. Und deswegen auch das hier ein gutes Ende. Ich bin nicht ganz zufrieden mit allem, wer zum Beispiel dann zum Schluss auf dem Thron landet, finde ich absoluter Blödsinn. Aber so die Grundessenz finde ich sehr, sehr gut. Und dann würde ich sagen, reden wir noch ganz kurz über eine Adult-Fantasy-Reihe. Und zwar ist das natürlich Macht, ist ja klar. Der letzte Teil, Ungnade, hat sehr große Konsequenzen. Wir verlieren natürlich sehr, sehr viele Charaktere, was klar ist, weil es halt eben ein großer Cast of Characters ist. Und weil es eben erwachsen ist. Wie gesagt, es war klar, dass Leute sterben. Dieses Buch ist ungefähr 300 Seiten lang einfach Endschlacht. Was einfach amazing ist, weil man halt über so viele Jahre diese Charaktere verfolgt. Das sind mindestens 4, wenn nicht mehr. Und da ist es einfach, es ist sehr belohnend. Es fühlt sich an wie eine Belohnung, dann diesen Endkampf zu haben. Natürlich gibt es Konsequenzen und ich finde, dass die besonders krass werden, wenn man ja darüber nachdenkt, dass es ja noch eine anschließende Reihe gibt, die in diesem Universum spielt. Die habe ich noch nicht gelesen, werde ich aber bald irgendwann tun. Und ja, genau. Besonders wenn man die halt in Betracht noch mit reinbezieht, hat die Reihe sehr, sehr große Konsequenzen, weil wenn das Ende von dieser Reihe nicht so gewesen wäre, wie es ist, dann wäre die andere Reihe auch nicht nötig gewesen. Macht mehr Sinn, wenn ihr das hier gelesen habt, aber dann werdet ihr es verstehen.
das war's. Ich finde, das sind ein paar Punkte, die ein gutes Finale ausmachen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mir zustimmt oder nicht. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ciao!